Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir haben unsere Atem jetzt schon auf, sehe ich gerade. Ich habe hier einen Tag nicht gespielt. Und wie viel Atem haben wir jetzt? Das ist Schrott. Können wir endlich atmen? Das wäre geil. Wenn mich radioaktiv verstrahlt hier unten, warum sieht es also gut aus? Ich schwimme einfach mal in dieser Perspektive. Okay, vielleicht soll ich einfach mal im Marker schwimmen. Ich wollte wissen, was der Müllhaufen macht, ob ich den benutzen kann oder so. Hoffentlich kommen jetzt nicht irgendwelche Viecher, ey. Da ist ein Fisch. So. Wir machen jetzt 20 Minuten Parts nur noch, weil ich ja, sonst nicht hinterherkomme mit den Parts. Abgestürzte B29. Okay, wo soll ich den Scheiß anbringen? Hier? Nee. Der Marker zeigt hier hin. Irgendwie hier oder was? Wo würde ich Schwimmkörper anbringen? Da ich geistig zurückblieben habe, ich keine Ahnung. Vielleicht in den Triebwerken? Ah, hier. Schwimmkörper anbringen. Das ist bestimmt eine gute Idee, wenn ich das mache, ne? Ich bin einfach ein hilfreicher Sheriff und mache gar nichts. Okay, jetzt nach oben oder was? Okay, jetzt haben wir Land. Da wir hier gerade unter Wasser sind, können wir mal kurz uns umgucken, was wir hier so alles finden. Das weiß ich nämlich gar nicht. Also, ja. Also ich habe hier so keine Ahnung von dem Spiel. Ich habe nur mal den Anfang gespielt. Ich habe Good Springs geschafft. Habe ich auch schon mehrmals erwähnt, glaube ich. Dass ich nur Good Springs gemacht habe. Hier ist ein Einkaufswagen. Da sind Autos. Das ist aber kein Müllhaufen, Leute, ne? Das wischt da. Okay, hier war mal ein Steg anscheinend. Die Boote sind gesunken. Wieso sinken die Boote eigentlich? Rosten die und dann kommen da Löcher rein? Oder wie läuft das? Falls jemand weiß, kann er sehr gerne in die Kommentare schreiben. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann durch die Flüssigkeit irgendwie zu Materialschäden kommt und das dann irgendwie sinkt, aber so genau? Weil eigentlich müssten die ja, wenn das nicht kaputt gehen würde, das Material, müssten die doch ewig schwimmen oder nicht? Habe ich dafür irgendwas abgesetzt? Ich glaube meine Brille, ne? Ja, die brauchen wir ja. Das Geräusch kann ich nur von dem DLC und dann habe ich... Achso, ich soll jetzt benutzen oder was? Loyal hieß der, glaube ich, oder? Oder ist das eine Waffe? Wahid Allah! Das ist ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Wert 99999. Also nur 999 eigentlich, aber... Okay. So. Die wollte ich aber den Waffenschirm verkaufen, aber dazu bin ich nicht gekommen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach Nellis und sagen jetzt Leute, dass das fertig ist und keine Ahnung. Worum geht's? Was ist eigentlich unsere Aufgabe gerade? Ich glaube, wir sollen die Rumster davon überzeugen, also die Boomer überzeugen. Irgendjemand beizutreten. It's going to be a dream come true once you've raised that bomber from Lake Mead. Der Plan funktioniert, das Flugzeug wurde nach oben getrieben. Schon intakt zu sein. That's tremendous. I'll transmit instructions to the robots to start packing up the plane to bring it back to Nellis. Wie planen Sie denn, das Flugzeug wieder herzubringen? I just told you, the robots are going to handle it. They'll break the plane down into pieces and move it up from Colville Bay in one shot. Intelligenz 7. Planen Sie ein Ablenkungsmanöver, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen? Exactly. We'll be shelling an unoccupied location in Outer Vegas to get their attention elsewhere. By the time they realize they aren't under attack, the plane and the bots will be long gone. The kids wish we were shelling a real target, but Pearl thinks it's wise not to start up a war, just as the lady has risen. Okay. Hey, I better get rolling. Jack and I have a lot of work ahead of us.
Was für eine Ablenkung, wovon reden die? Bin ich irgendwie komplett dumm? Ich weiß nicht, was jetzt, was er, warum jetzt eine Ablenkung von wem? Also, ich denke mal, die wollen irgendjemand wegbomben, ne? Aber wen? Also, es könnte jetzt die NCA sein, es könnte Caesar's Legion sein. Na ja, ich sag null Ahnung. Ja, der wird bald wahr. Hello, friend. How can Mother Pearl be of help today? Hm, haben mit Lawyer gesprochen. What you have done for us is a miracle, child. You have fulfilled the only dreams we ever had outside our walls. You are a trusted friend of us all. If there is ever a way for us to help you, child, tell me. And I will make it so. Volare, das Achievement bekommen. Es wird wohl bald eine Schlacht am Hoover-Staudamm geben. Können Sie dabei helfen? Of course, my child. After all that you have done for us, we would love to help you in the upcoming battle. After all the training in virtual reality, the young ones would relish an opportunity to put their skills to battle. We'll be there when you need us. Okay. But Botschafter Crocker. Ich glaube, ich bin irgendwie mit der NCA jetzt befreundet. Wie war es nicht? Kaminrote Karawane, Waffenschiebe. Ah, wir können direkt dahin gehen. Stimmt. Ich glaube, ich wollte dahin gehen, aber dann bin ich irgendwo anders hingelaufen und ich wusste nicht, dass ich direkt dahin gehen kann. Bin mal wieder sehr klug gewesen, wie immer halt. See you soon. Ah, Hoover. Wahrscheinlich ist es der Bieber. Hallo. Welcome, Sir Orm. Zeig mir dein Angebot. Ich bin bereit für eine Transaktion. Ja gut. Die ist weniger wert. So, verkaufen wir mal die hier. Wieso habe ich nur so wenig Geld? Hab ich noch was Wertvolles, was ich verkaufen wollte? Ich wollte die Goldbarren noch haben, aber die kriege ich glaube ich nicht mehr. Oh, ich habe 63 Stimpacks. Gut. Wusste ich nicht, aber naja. Gut. Buff out brauche ich, glaube ich, nicht. Ich lasse man auch aus abhängig, bin mir noch nicht sicher. Blei, das ist gut. Ja. Gefäß mit Wolkenrückstand. Verkaufen wir eins. Dann wir noch eins behalten. Schrauber. Small Spring. Okay. Ja, was ist noch was Interessantes für mich? Was für Waffen benutze ich denn gerade? Kampfhelm. Wo waren das? Munition, sonstiges, ja hier. SMG Lasers, okay, das ist cool. Waffen, 9mm, mein 9mm, hatte ich ein volles Rüstung 9mm mal? Ich bin mir nicht sicher. Ein Holo Rifle habe ich auf Plus. Dafür haben wir, glaube ich, sehr viel Munition, ja, haben wir. Jagdgewehr. Haben wir was für ein Jagdgewehr? Das müsste ja auf Englisch dann sein, oder nicht? Ein Jagdgewehr. Hunting Rifle? Erz Long Range Scope. Das ist ganz schön teuer. Euro Battle Rifle Folding Stock. Ich gucke erstmal, ob ich bei Jagdgewehr. Warte, wo ist denn das? Müsste hier sein. Kleinkaliber, Schalldämpfer. Three Shot. Was? Was zur Hölle ist das alles? Okay, ich habe keine Ahnung. Verlassen wir einfach. Also, wir akzeptieren uns einfach und kaufen nichts. Ich bin nämlich komplett überfordert damit. So. Wir haben jetzt das zu tun. Wir könnten noch ein DLC machen, theoretisch.
Mitternachts irgendwas vielleicht. Da muss ich ganz kurz mal googeln, weil ich weiß nicht, welcher DLC als nächstes kommt. Fallout New Vegas DLC in order. Old World Blues, glaube ich. Ich muss nur wissen, was Old World Blues von den beiden ist. Ich glaube, es ist das, was ich angewählt habe. Bin mir nicht sicher. Obsidian Entertainment, ja, danke. Ich will jetzt einfach nur wissen, wie das Teil, wie ich das starte. Ja, Mojave Drive hört sich gut an. Gehen wir dahin. Nicht da, da, sondern da und da. Nipton. Okay. Ich hoffe mal, es ist richtig so. Wenn nicht, ist halt scheiße. Ach ja. Hier habe ich einen Mord begangen, weil ich das Lotterieticket von den Typen haben wollte. Da ist mein Holo-Rifle. Ha! Ja, das ist ja voll geil. Rindenskorpion, okay. Dann mit dir. Warum nicht? Okay, der hat das falsche Ticket anscheinend gezogen. Da ist noch ein Stück Rindskorpion gewesen. Jäger direkt mit Energiewaffen töten. Nur habe ich geschafft, ne? Purified Water brauchen wir nicht. Ich mag auf jeden Fall die Waffe, weil die Leute tötet. Hier sind auch Lotteriescheine. Ich glaube, Nipton wurde geklänzt. Da können wir, glaube ich, nicht so viel machen. Ja. Da ist gerade irgendwas runtergefallen, gefällt mir nicht. Auf damit. Danke. Ich habe gesagt, hör auf dich zu bewegen. Bevor ich da angehe, ich speichere erstmal ab. Vorsicht. Vor was soll ich Vorsicht haben? Abgeschossen Satellit. Ist da oben jemand? Nein. Okay, ich mache hier nochmal einen richtigen Speicherstand, weil ich nicht weiß, ob das richtige DLC ist. Und zur Not cutte ich das halt raus. Speichern, danke. Nichts passiert, da die Mitternachtsverwendung nicht begonnen hat. Danke. Ich würde sagen, gucken, was es morgen ist, wenn Mitternacht ist. Das Teil ist voll geil. Tierfänger, Rang 2 erhalten. Das Teil ist richtig gut. Na ah, super, ich hab's gerade weggeschickt, da ist noch so viel. Schleichangriff. Wo ist hier noch was auf der Karte, was wir erkunden können? Wir können hier noch östlicher Crescent Canyon angucken. Okay, da ist ein Zuge verunglückt. Das ist nicht gut. Wir sind voll der Space Cowboy geworden. Mit unserer Superwaffe. Ich weiß gar nicht, wieso wir die bekommen. Ich verstehe den Zusammenhang mit dem DLC und der Waffe nicht. Warum kriege ich einen Holo-Rifle?
Okay, da kann ich den Boden durchgucken. Blaster Master, ich bekomme das Achievement. Keine Ahnung wieso. Gut, dass ich Waffe erstmal schön hochzieht. Aua. Das gefällt mir nicht. Sind hier noch mehr? Nein. Mit desintegrierender Laserwaffe. Ist geil. Das gefällt mir wirklich gut. Okay, hier ist ein Canyon. Da ist irgendwas im Boden. Gucken wir uns das mal an. Ist hier was Interessantes? Gucken wir mal. Okay, hier ist keine Radioaktivität mehr, gut. Surferkasten, jo, ne, obwohl, ja klar, können wir auch gebrauchen, theoretisch. Also, wir können auch rebound. Ich vergesse mal, dass ich die Drogen mitnehmen kann, weil die leer sind. Rüstungskoffer, warum ist der leer? Hä? Warum packt man leeren Koffer einfach random in die Welt rein? Macht gar keinen Sinn. Gut, der passt doch gleich schon vorbei, sehe ich gerade. Das war cool. Strahlenanzugskoffer. Höchstleistung Strahlenanzug. Okay, habe ich nicht schon so einen? Oh, ich bin ganz schön verstrahlt, merke ich gerade. Natürlich muss ich auch extra durch den dummen Canyon hier laufen. Warte mal. Dann ziehen wir den erstmal an. Strandresistenz 40. Der wiegt sie wegen gleich viel. Aber der bringt viel mehr Schutz. Das ist eigentlich voll dumm, den nicht zu benutzen. Und dann haben wir uns gleich nochmal ein Red Dex rein. Hallo, renn da nicht weg, wenn ich gerade schieße. Willst du mich verarschen? Ihr mag die Canyon nicht. Das ist scheiße hier. Das ist echt nicht so toll. Ist hier irgendwas drin wenigstens? Sieht nicht so aus. Da habe ich irgendwas langhuschen sehen. Mir gefällt es nicht, wenn irgendwas langhuscht. Das will ich meistens auf die Fresse hauen. Ich mag es, wenn wir Viecher auf die Fresse hauen wollen. Ich glaube, der ist nicht weit genug geflogen, oder? Meister der Mojave haben wir bekommen, das Achievement. Versteckt, das ist gut. Ich finde gut, dass ich die Viecher voll zerfetzen. Okay, dann reise ich, glaube ich, im nächsten Part dann nochmal einfach hin zu dem Starlight Drive-In. Wenn es nicht das Richtige ist, dann, also ich gucke nach dem Part jetzt nochmal. Hält gleich vorbei. Dann gehe ich natürlich noch zum Richtigen und dann sehen wir uns aber da. Habe ich noch was in der Nähe? Also direkt in der Nähe? Ja, kann auch das auch noch schnell.
Muss ich hier die Flugbahn brechen, muss ich einfach rausschießen? Weiß ich nicht. Ich weiß schon, dass ich bald keine Munition mehr haben werde. So viel wie ich hier rumballer. Und hier ist Morningstar-Höhle. Okay, gut. Die Morgensternhöhle. Und? Ah, hier ist eine Sprecherkiste. Ja. Wir haben ja ein bisschen Dingens, ein bisschen Platz, dann nehmen wir einfach mal alles mit. Wir können den Scheiß da kaufen. So, dann würde ich mal sagen, mit diesem schönen Ausblick hier auf die leere Wüste, verabschieden wir uns hier mal. Dann hat es euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Rein, ciao.